Please. Heute ist der 19.06.2016 und ich bin 266 Tage auf Testosteron. Ich wollte einmal kurz erzählen, wie das war beim Gericht für die Vornamensänderung und Personenstandsänderung. Da war ich ja am Donnerstag da gewesen und ich wollte halt einmal kurz erzählen, wie das Gespräch da ablief. Ich hatte halt den Termin da, bin halt dann zum Amtsgericht nach Dortmund gefahren. Ist etwas verwirrend da, weil das ist ein großer Platz, wo ich glaube drei oder vier Gebäude sind und es sind alles unterschiedliche Gerichte. Also wenn ihr da hin müsst, das ist dieses Orangene. Also das ist halt so ein großer Platz. Da ist ein so ein graues, da war ich erst drin, da war ich aber falsch und die haben mich dann halt rüber geschickt. Das sieht man aber, das ist halt so ein gelb-oranges Gebäude. Und da findet dann die Anhörung statt. Ja, da bin ich halt darüber. Da muss man durch so ein Piepsding, wo man halt seine ganzen Taschen erst leeren muss. Wenn da alles in Ordnung ist, kann man dann halt in das Gebäude rein. Und dann kommt man halt einfach in so einen Raum, wie, keine Ahnung, wenn man beim Arbeitsamt ist oder was, einfach einen Raum, wo ja, die Richterin halt drin sitzt und andere Stühle halt auch noch sind, so ein ganz normaler Beratungsraum. Ja, und dann wird halt gefragt, ob das immer noch steht, dass Personenstands und Vornamensänderung gemacht werden sollen, ob der Name noch der aktuelle ist, was hat sie mich noch gefragt, ob es mir jetzt besser geht, seit wann ich die Therapie mache, wie weit der Stand der Dinge ist momentan, wie die Familie damit klarkommt, wie die Arbeit damit klarkommt, wie Schule damit klarkommt, wie das Umfeld überhaupt damit klarkommt. Ja, und irgendwie fünfmal oder so nachgefragt, ob ich mich jetzt besser fühle damit und ob ich der Meinung bin, dass es der richtige Weg ist. Ja, das waren so die Fragen, die sie mir gestellt hat. Ja, wie gesagt, also ich habe das quasi jetzt durch. Die Richterin, die schreibt jetzt den Beschluss. Den bekomme ich dann jetzt in den nächsten paar Wochen. Dann muss ich 4 Wochen warten, dann muss ich mich dann nochmal melden. Und dann wird mir halt gesagt, wie ich weiterverfahren muss, dass ich die, ja, die Sachen halt beantragen kann, wie Personalausweis, Führerschein. Alles, was ich halt ändern kann oder ändern muss, eher gesagt, das wird mir dann am Telefon gesagt nach den 4 Wochen. Das ist halt irgendwie noch so eine, so eine Frist, dass der Beschluss dann halt rechtsgültig ist, weil ich rein theoretisch halt dann irgendwie Einspruch oder sowas einlegen könnte, falls ich dann doch irgendwie nicht damit zufrieden bin. Was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass ich mich spontan halt noch für einen Zweitnamen entschieden habe und dass das halt auch noch geht. Also wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, einen Namen habt wie Tom oder was und ihr möchtet Tom Florian heißen oder so und ihr habt halt den Antrag gestellt nur für Tom. Wenn ihr da seid, könnt ihr gerne noch einen Namen mit reinnehmen oder zwei, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe einen noch mit reingenommen, das war gar kein Problem. Das geht auch noch. Ja. Und das Ganze hat halt maximal 10 Minuten gedauert und dann bin ich wieder raus und das war's halt. Nee, sonst gibt's da nichts Wichtiges zu sagen. Wie gesagt, also das Gebäude ist halt dieses gelbe Gebäude. Und die Richterin war halt auch sehr freundlich. Und liefert alles super ab. Keine Probleme. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und wir hören uns irgendwann die Tage. Dui!